Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und jetzt gibt es den zweiten Teil vom Gartenrundgang Anfang Juni, jetzt hier im Natur- bzw. im Schrebergarten. Ich wollte es ja ein bisschen splitten, damit die Videos nicht ganz so lang sind. Und auch hier im Schrebergarten wachsen die Pflanzen auch sehr gut heran. Durfte ich auch auf etwas gespannt sein bzw. auch machen, was hier jetzt gerade momentan so gut wächst. Und da gibt es noch einige andere lustige Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Fangen wir gleich hier in der Ecke an bei einigen der sibirischen Kiwis. Kann man jetzt vielleicht nicht ganz so gut erkennen, da der Bambusstick, da ist eine zum Beispiel. Sind jetzt noch recht klein und jetzt hat hier auch alles angefangen zu wuchern, war recht warm und feucht. Wie gesagt, die Tüten, die dienen einfach nur dazu als Schneckenschutz, damit die mir nicht zu sehr anknabbern und die Pflanzen gut heranwachsen können. Jedenfalls habe ich auch hier wieder diese Ablenkung für die Schnecken gemacht, funktioniert wirklich gut. Also dieser Haufen, also ich werfe meine Obst- und Gemüsereste nicht mehr auf den Kompost, sondern teile sie ein bisschen auf für Bokashi und ich mache hier immer so Ablenkung für die Schnecken. Da sammelt man richtig viel ab und dann kann man die wegbringen. Und in meinem Fall gebe ich sie halt zum Füttern von Enten, von meinem Freund. Der freut sich auch immer. Der hat mir dann, wie gesagt, diese Pflanzkörbe vom letzten Video, wo ich das erzählt habe, geschenkt. Ist wirklich sehr, ja, ist halt einfach ein Geben und Nehmen, finde ich halt sehr schön. Man kann sie auch im Wald aussetzen, ist auch eine nette Sache, aber jedenfalls nehme ich mir die Zeit und sammle die hier auch ab. Habe jetzt hier nochmal eine neue männliche sibirische Kiwi reingesetzt. Habe ich insgesamt 3 Stück. Ich hatte noch eine bei mir zu Hause. Die habe ich da hinten reingesetzt. Der treibt langsam aus, zeige ich gleich später. Beziehungsweise ich mache halt einen Einschnitt, wie sie halt bald austreibt. Ich habe jetzt 3 sibirische Kiwis. Eine tut halt ungefähr 7 weibliche bestäuben, soweit ich weiß. Ich habe jetzt ungefähr 9 Stück, werde noch ein paar mehr reinmachen, aber einfach, dass halt die Bestäubung von allen Seiten gut gewährleistet ist und es kann ja sein, dass eine männliche sibirische Kiwi ja kaputt geht. Deswegen habe ich jetzt einfach zur Sicherheit 3 reingesetzt und beim Pflanzen ist mir halt etwas recht Interessantes aufgefallen und zwar hier den kleinen Kameraden. Das fand ich halt recht lustig. Eine Weinbergschnecke, die jetzt einfach mitten am Tag, ist 12 Uhr Mittagszeit, einfach da ein bisschen sich entspannt und das Leben genießt. Finde ich recht lustig, muss ich sagen. Das finde ich recht lustig. Hier nochmal ein kleiner Einblick von der Indianerbanane. Eine Pflanze hat auch ein paar Schneckenfraßstellen, ist aber nicht ganz so schlimm. Denen geht es recht gut. Treibt auch sehr gut aus. Ist halt am Anfang. Die Indianerbananen bleiben halt die ersten Jahre recht klein, weil sie Pfahlwurzel bilden. Das heißt, die legen ihre Kraft mehr auf das Wurzelwachstum und dann gehen sie halt erst ins Wachstum nach oben. Also deswegen einfach gut kümmern, schön gießen, pflegen. Am Anfang sind sie halt recht klein, werden aber später dann größer. Das sind jetzt 2 Traubenreben, dessen Stecklinge mein Vater von seinem Arbeitskollegen bekommen hat. Die haben wir vor 3 Jahren gesetzt. Die sind jetzt auch die letzte Woche ausgetrieben. Ist hier, wie gesagt, ein bisschen kühler und sehr feucht. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger, wenn es dann nicht ganz so warm ist, dass die Pflanzen hier austreiben. Haben sie jetzt schon getan. Dann auch hier wieder Ablenkung für die Schnecken. Und das Mulchbeet bei den Kartoffeln hat auch gut funktioniert. Hier kommen sie jetzt auch schon langsam überall raus. Hier auch ein paar Löcher von Schnecken, ist aber nicht ganz so schlimm, weil bei Kartoffeln, die, wenn es mal richtig warm ist, jetzt die nächsten Tage, dann treiben die wie wild aus. Hier auch nochmal weitere Kartoffeln, überall gehen sie jetzt rauf. Verschiedene Sorten habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das Mulchbeet funktioniert meines Erachtens nach sehr gut, kann ich auch nur jedem empfehlen, muss man nicht unbedingt umgraben, statt nicht ganz so das Bodenleben. Und hier den kleinen Kumpan, das war der Granatapfelbaum. Beziehungsweise ich habe mir einen neuen geholt, weil der alte, da ist die Wühlmaus dran gewesen. Hier ist jetzt nur noch ein Speer, muss ich sagen. Also der eignet sich jetzt vielleicht für Kurzstockform oder so. Dafür nehme ich den jetzt wahrscheinlich auch mit für meinen Tai Chi einfach mitnehmen. Und da übe ich halt mit dem jetzt meine Kampfkunst. Jedenfalls habe ich den Granatapfelbaum, den ihr gerade gesehen habt, den hat die Wühlmaus 5 Tage danach angeknabbert. Da war halt nur noch 90% der Wurzeln übrig. Habe dann den rausgenommen, wieder reingesetzt, angedrückt, angegossen und oben 90% abgeschnitten. Hat aber nichts geholfen. 2 Tage später hat die Wühlmaus den Rest genommen. Jetzt habe ich den neuen Granatapfelbusch reingesetzt. Das ist jetzt kein Baum. Der andere war ein Baum. Das ist jetzt ein buschartiger Baum. Und da habe ich jetzt zum Beispiel so ein Gitter mit reingesetzt als Wühlmausschutz. Ich hatte jetzt keine Zange mit dabei
hole ich dann später am Abend, wenn ich mich dann hier um die Pflanzen wieder kümmere und knipse das ein bisschen ab und mache da hier die Vorrichtung für die Wühlmäuse, ist halt einfach unter der Erde, damit die halt jetzt nicht an die Wurzeln kommt und der Baum dann einfach die Wurzel nach unten wachsen lassen kann und die halt mehr oder weniger geschützt ist. Das ist das erste Mal, dass ich einen Wühlmaus-Fahrschutz mache. Ich möchte einfach jetzt hier so meine Erfahrung machen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, warum die Wühlmaus hier gekommen ist. Einerseits, wir haben hier sehr viele Marder, hat mir mein Nachbar gesagt, Baummarder und sowas, Füchse auch und ein Habicht. Also es sollte hier kein Problem sein. Ich habe auch dafür auch gesagt, dass die Tierchen auch kommen, sind auch herzlich dazu eingeladen, dass die Marder und alles kommen. Deswegen habe ich hier auch keine Enten zum Beispiel. Jedenfalls sollte das Mäuseproblem hier überhaupt kein Problem sein. Aber ich denke mir, das ist jetzt, das werde ich jetzt auch einblenden mit der Vorsicht, könnte Welt wieder zerstören, ist jetzt ein bisschen so in den spirituellen Bereich, weil ja alles Energie und Bewusstsein ist. Und es ist halt so, wenn man mit vielen Gartenmenschen redet, dann haben die halt nur Probleme. Ich habe ein Wühlmausproblem und da kann ein Problem sein und Schneckenprobleme. Und ich habe halt, bevor ich den Knoblauch und die Tagetes reingesteckt habe, hat mir halt mein Nachbar erzählt, dass er ein Wühlmausproblem hatte hier im Schrebergarten. Und dann war ich halt immer so, oh, jetzt habe ich Angst, dass meine Bäume von den Wühlmaus angeknabbert sind. Hat mir ein bisschen Angst gemacht sozusagen, hatte das oft in meinem Bewusstsein bzw. in meinem System. Und dann schöpfen wir das auch. Das ist halt so, das kann man auch gut ausprobieren, wenn man jetzt zum Beispiel sich nur auf rote Autos fokussiert oder man sagt sich selber, ich treffe nur nette Menschen, lächle sie immer an oder ich bin der meistgehasste Mann im Dorf zum Beispiel. Wenn man sich das einige Tage lang einredet, dann wird es auch eintreffen. Dann merkt man auf einmal, dass dann die Leute wenn man das dann beobachtet, dass da ein bisschen negativ anfeinden. Genau das gleiche wie mit dem, man ist der beliebteste Mann im Dorf zum Beispiel und auf einmal grüßen dich alle Leute, wenn man sich darauf einstellt. Und das war jetzt genauso wie mit der Wühlmaus. Also ich habe mich irgendwie auf die eingestellt. Und dann ist es halt auch passiert. Deswegen gebe ich da meine Energie oder meinen Fokus nicht dran. Ich sage mir halt auch immer selbst, dass das halt wunderbare Pflanzen sind. Ich rede auch mit denen, dass da kein Schaden passiert. Also beziehungsweise das sind wunderbare Pflanzen und wachsen kräftig heran und alles im Frieden und Harmonie. Ich habe deswegen auch diese Haufen. Da ist jetzt zum Beispiel auch Trester von meinen Karotten. Und Samen auch, zum Beispiel Kürbiskerne und so. Und da habe ich halt auch die Wühlmaus sozusagen eingeladen, dass sie sich hier doch gerne bitte bedienen dürfte. Das sind auch Kartoffelschalen, vielleicht frisst sie, das sind ja auch Wurzelsachen, ob sie daran mehr Interesse hat. Deswegen, das ist halt einfach auch so für die Schnecken und für die Mäuse einfach sozusagen, fütter ich die damit, damit ich eine kleine Ablenkung habe. Und das ist halt genauso jetzt hier mit dem Granatapfel. Mich hatte auch die Überlegung, ob ich vielleicht Topinambur als Ablenkungspflanze reinsetze. Also Topinambur ist ja diese Winterknolle zum Beispiel, kann man gut im Winter ernten. Schaut aus oben wie eine Sonnenblume, wuchert richtig schlimm, wenn man keine Wurzelsperre hat, kommt dann überall auf, aber da gehen die Wühlmäuse gerne hin. Deswegen habe ich mir auch vielleicht noch überlegt, irgendwo zu pflanzen, wenn ich eine Knolle bekomme. Das ist hier jetzt noch der andere Granatapfelbusch. Den habe ich vor 3 Jahren gesetzt. Das ist ja auch langsam ausgetrieben, vor 2 Wochen. Ich dachte, der wäre tot. Nix da. Ich habe da auch wieder mit meiner Einstellung da geschaut, mich immer um ihn gekümmert, auch immer schön gegossen. Und jetzt treibt er auch aus. Da. Und die Schnecken lassen ihn auch in Ruhe. Finde ich sehr schön. Die gehen viel mehr an die Brennnessel ran. Also die knabbern mehr die Brennnessel an als die Bäume. Also finde ich sehr interessant, wenn mir Menschen gesagt haben, Schnecken meiden Brennnessel. Stimmt überhaupt nicht. Die gehen hier viel mehr an die Brennnessel zwischen rein als sonst irgendwo. Verstehe ich nicht, warum sie das machen, aber ist mir recht. Dürfen sie ruhig machen. Hier die chinesische Dattelpalme, auch recht gut am Wachsen. Gefällt mir auch. Ist auch ein bisschen sehr stachelig, aber bis jetzt alles noch im grünen Bereich. Genau wie der Granatapfelbaum treibt jetzt auch die Feige die letzten 2 Wochen sehr gut aus. Dachte auch schon, dass sie es irgendwie nicht geschafft hat im Winter. Nix da, hat es doch sehr gut geschafft, auch mit ein paar ordentlichen Schäden. Aber jedenfalls, sie lebt. Sie lebt und wird kräftig. Das finde ich sehr schön. Und ja, soll sich einfach mal ein bisschen erholen, wieder gut heranwachsen. Und dann schauen wir mal, wie sie sich dieses Jahr entwickeln wird.
Und dann hier so einen kleinen Schwenk machen. Dann zwischen dem Brennnessel auch die Johannisbeeren. Tragen auch kleine Früchte, habe ich letztes Jahr im Herbst reingesetzt. Ist klein, aber fein, haben ein paar Bärchen. Ist auch recht schön. Dann hier die Maulbeeren, haben jetzt auch langsam angefangen auszutreiben. Er hier hat einen wesentlich größeren Schaden bekommen als er hier. Er ist ein bisschen geschützter vom Winter gewesen. Und da sieht man auch, er ist in voller Kraft. Bildet recht viele Blätter aus. Richtig buschig und hier auch schon die ersten Früchtchen der Maulbeeren. Entweder bist du ein roter oder ein schwarzer Maulbeer, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist mir eigentlich recht egal. Ja, er treibt auch jetzt schon langsam aus, hat schon ein paar grüne Knospen, das sind jetzt nur einige Blätter, aber auch recht vieles totes Holz, werde ich jetzt erstmal nochmal so lassen, damit ich mich genau vergewissern kann, wo ich vielleicht eventuell schneiden darf oder auch nicht. Jedenfalls ihn wird es jetzt hier hervorragend. Wenn wir dann weiterschauen bei den Hochbeeten, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel entdeckt, dass rote Beete einen Kälteschock bekommen hat. Gehen jetzt langsam in die Blütenbildung, werde ich aber einfach so lassen, weil ich da die Samen haben möchte. Das ist für mich jetzt zum Beispiel wichtig, damit ich einfach auch Samen fürs nächste Jahr habe. Habe jetzt hier ein bisschen Salat abgeerntet und einen neuen Spitzkohl reingesetzt. Eichblattsalat, da hinten ein bisschen Buschbohnen und sonst ist jetzt hier überall noch ein bisschen rote Beete. Genauso wie auf der anderen Seite vom Hochbeet. Hier genauso. Gehen wir mal kurz hier rüber. Hier gehen sie halt auch wieder in die Blüte. Lasse ich jetzt einfach mal. Sind jetzt auch nicht recht groß, aber der Fenchel ist schon mal ziemlich gut herangewachsen. Und noch ein Wintersalat ist da, der rechte. Dahinter der Eichblattsalat, den habe ich erst reingesetzt. Ein paar Schnecken durften sich auch wieder ein bisschen bedienen. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wahre Problem haben wir eigentlich hinten von den Schnecken, dürft ihr auch gleich sehen. Und hier, das ist jetzt ein roter Blumenkohl, auch wieder ein paar Schnecken rausstellen, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Und hier ein Wintersalat, der in die Blüte gehen darf und soll, damit ich hier wieder Samen habe und vielleicht hier auch ein bisschen sich wild aussämen darf. Bambus kann auch recht nützlich sein. Also ich kenne Leute, die bauen sich so eigene Konstrukte, so ein kleines Tomatenhaus zum Beispiel aus Bambusrohre, wenn sie richtig dick sind, ist ja auch stabil. Ich nutze es zum Beispiel als Ranghilfe für Tomaten und mein Nachbar hat hier vor meiner Zeit schon den Bambus gesetzt. Und da solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, weil ohne Wurzelspeere oder sowas, dann kann es sein, dass er ziemlich gut wuchert. Also jetzt hier seht ihr zum Beispiel lange Austriebe vom Bambus, der ist jetzt gerade mal eine Woche alt, also der ist richtig groß, genauso wie hier. Die sind jetzt alle bei mir rausgekommen, hier etwas kleiner, die wachsen jetzt hier bei mir alle so entlang Richtung Kompost. Manche habe ich umgetreten, die sind halt Sprösslinge, kannst du einfach umtreten, dann wachsen die dann nicht mehr, hat mir auch mein Nachbar gesagt. Aber okay, mit mir hat er weniger Probleme, aber wenn er das zum Beispiel bei euch im Garten macht, dann passt auf, wenn er bei euch in der Umgebung hat, kann er jetzt zu unnötigen Konflikten kommen. Wenn ihr euch darauf einlassen wollt, gerne, kann man immer selbst schauen, welche Programme man zum Beispiel in sich hat. Kann man hier so ein paar Konflikte in sich zum Beispiel lösen, hilft auch natürlich. Und hier auch vorne ein bisschen Bambus vom Komposthaufen. Da habe ich jetzt noch ein paar Kürbisse reingesetzt. Hokkaidos noch neben den Kürbissen, die ich vorgezogen habe. Also das ist jetzt zum Beispiel einer, den ich vom Thorsten bekommen habe. Das sind die 850 Jahre alten Kürbissorten. Aber hier zum Beispiel, das ist ein Hokkaido. Das ist eine große Hokkaido-Pflanze. Das ist Hokkaido und das sind nochmal diese 850 Jahre alte Kürbisse. Sind ein bisschen im Schatten, war ein bisschen kühler, aber die wachsen jetzt auch sehr gut an. Dann hier sind halt die Beete, wo ich hier vorne feststellen darf, wenn ich einmal rumgehe. Muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe keine Schuhe an und hier sind überall Brennnessel. Das ist eine Achtsamkeitsübung, sich nicht zu verbrennen. Aber jedenfalls, wenn man jetzt hier so ein bisschen schaut, die ganzen Pflanzen, die schießen halt in die Höhe, weil es hier ein bisschen dunkler ist. Der Salat, der bildet jetzt nicht ganz so schöne Köpfe, ist aber auch eine gute Erfahrung, kann man immer noch essen. Und die Schnecken nehmen hier auch schon ein bisschen die Überhand, ist aber nicht ganz so schlimm wie ganz hinten. Da ist es nämlich da der Fluss oder der kleine Bach, der vorbeiläuft, da ist es richtig feucht. Da wächst dieses Zeug nicht ganz so gut. Beim Hochbeet genauso, ist halt wegen den Bäumen recht dunkel. Wollte ich aber auch einfach mal ausprobieren. Hier auch die Salate
gehen halt so ein bisschen in die Höhe. Ich habe jetzt hier nochmal Fenchel reingesetzt wegen den Schnecken, was hier letztes recht feucht ist, feucht gewesen ist. Und ja, die Salatpflanzen, die habe ich schon vor 2 Monaten reingesetzt, die sind immer noch so klein. Jetzt hat man die Erfahrung, das mal hier so auszuprobieren, wie die Sachen halt auch wachsen. Und ja, dann schauen wir uns mal hinten nochmal hinter dem Hütchen an, was da alles für eine, ja, für Pflanzen noch überhaupt da sind. Also hier an der Seite habe ich jetzt meine Bohnen reingesetzt. Die sollen ja hier an dem Ranggerüst, was wir an der Wand gemacht haben oder befestigt haben, hier entlang wachsen. Hier ist halt eine Bohne, die ziemlich gut angeknabbert ist. Der Salat, der überlebt, die beschütze ich jetzt halt auch ein bisschen, weil hier zum Beispiel auf der anderen Seite habe ich immer wieder Sachen reingesetzt. Und das passiert ungefähr nach 2 Tagen. Die werden bei der Feuchtigkeit immer von Schnecken abgefressen. Tagetes übersteht noch und der Spitzkohl, der macht sich einigermaßen. Wenn die Pflanzen nicht ganz so klein sind, dann überstehen die es auch nochmal. Hier nochmal Ablenkungspflanzen, Ablenkungsobst und Gemüse für die Schnecken. Funktioniert bis jetzt recht gut. Hier auch jetzt die Bohnen, vor allem der und der hier sind in den letzten Tagen richtig gut angeknabbert worden. Wir haben ziemlich starke Fraßstellen, aber der obere Trieb, den geht es noch einigermaßen gut. Der ist richtig gesund. Genauso wie hier. Da sind ja manche Bohnenpflanzen, die hat es dann schon stark erwischt, treiben da trotzdem immer noch gut raus. Hier jetzt auch, da habe ich die Pflanzen hier an der Stelle, halten die sich wacker 3 Tage lang, weil ich hier auch wieder Ablenkungsfutter gemacht habe. Bisschen Fenchel, Spitzkohl und Rosenkohl habe ich reingesetzt. Interessanterweise ist halt, dass ich halt da Kapuzinerkresse reingesetzt habe und da hinten, das war vor 1 Monat, hat geregnet ohne Ende, ist hier feucht ohne Ende und die Schnecken gehen da nicht hin. Also ich weiß nicht, ob sie Kapuzinerkresse bei mir nicht mögen oder sowas, aber jedenfalls meiden sie die irgendwie. Und hier genauso, jetzt mit dem Schutz, hier sind die Bohnen ein bisschen größer, wachsen auch gut heran. Schütze ich auch ein bisschen, werde noch mal ein paar neue reinsetzen. Wir kommen halt ohne den Schutz mit diesen Tüten mehr oder weniger nicht so, wachsen die wahrscheinlich nicht so gut ran wegen den ganzen Schnecken. Also hier sind noch richtig viel. Werdet aber jetzt hier nicht entlang laufen, weil jetzt hat so viel geregnet. Hier ist nur Matsch und ich habe keine Gummistiefel dabei. Und ich möchte da nicht barfuß reinlaufen, dann sind meine ganzen Füße schmutzig und dann gibt es wieder Ärger mit meinen Eltern. Muss nicht unbedingt sein, weil ich das vorhersehen kann, dass es damit Ärger gibt, weil ich das Auto dann wieder von meinem Vater schmutzig mache. Und das muss nicht sein, wenn ich es vorher weiß. Aber der hat jetzt zu Ende geblüht, hat ein paar Fruchtansätze und da kann ich mich vielleicht auch nochmal ein paar Äpfel freuen. Das war jetzt der Gartenrundgang Anfang Juni. So schaut der Schrebergarten momentan aus. Pflanzen entwickeln sich recht gut, das darf ich sagen. Ist halt auch so, dass ich die Pflanzen hier jeden Tag eine Stunde lang einpacke in diesen Tüten, damit die von den Schnecken ein bisschen geschützt sind. Gehört für mich da auch ein bisschen dazu. Auch das mit der Wühlmaus ist für mich einfach nur so eine Sache, das einfach alles ein bisschen gelassener zu sehen. Nicht in den Kampf zu gehen, sondern auch hier wieder einen inneren Frieden zu suchen und das einfach so auch hinnehmen, schauen, beobachten, aus Fehlern lernen und gucken, wie man das nächste Mal das besser machen kann. Nicht unbedingt diesen dummen Perfektionismus auch leben. Das ist mehr oder weniger eine Programmierung von uns, die man uns anerzogen hat. Die muss jetzt nicht unbedingt sein. Und ja, macht halt auch Spaß, das lenkt auch ein bisschen ab und kann man auch als Meditation oder sowas sehen. Aber in diesem Zusammenhang bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, es weiter sagt, verbreitet, damit halt immer mehr Menschen zum Beispiel auf mich aufmerksam werden und ja, das Projekt einfach harmonisch und stetig weiter wachsen kann wie ein junger Baum. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß und auch Erfolg bei euch im Garten, in der Natur. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,